Weiter geht es mit einer neuen spannenden Folge Resident Evil 4 mit der HD Project Mod. Wir werden uns heute gemeinsam den Weg von Ada anschauen. Wir werden alles aus ihrer Sicht erleben. Ich hoffe, ihr da draußen seid gespannt. Wir starten natürlich direkt mit einem neuen Spiel und eine kleine wichtige Information: Die Cutscenes sehen aus wie Matsch. Das liegt daran, dass diese Videosequenzen nicht remastert wurden. Die sehen also sehr, sehr breiig aus, weil das noch die alte Originalauflösung ist und natürlich dementsprechend nicht in Full HD dargestellt wird. Nur als kleine Information, euer Bildschirm, die Aufnahme ist nicht kaputt, sondern das ist leider so. Ihr da draußen könnt mich auch ganz easy unterstützen, dauert nur ein Sekündchen, einfach nur eine Bewertung reindrücken und jetzt geht's los. The only reason I've taken on this mission is to get closer to my own objective. No matter what happens, I can't let anyone figure that out. Of course, hiding in the shadows isn't my style. I'll have to reveal myself to him and offer advice once in a while. I see you've managed to arrive at the village on time. Yes, but nobody remembered to roll out my red carpet. The villagers there are all being controlled. They automatically attack any intruders. Ring the church bell. That should quiet them down for a while. Sounds like they're good, obedient boys and girls. Unfortunately, time is not a luxury we have. Gather as much information as you can about the parasites and finish off this little tour. Und da wären wir natürlich wieder mitten in der Action. Erstmal schön Bauern klatschen gehen, Opa Johnson in die Fresse geben. So will man das. Bada Bams. Jetzt wird's sexy, Freunde. Und Ada ist natürlich sehr sportlich unterwegs, aber das wissen wir ja bereits. Upsi. Das ist ein Upsi. Alter, er macht den ewig langen Chicken Run. Ey, Babushka. Lass das Messer stecken. Messerchen haben wir natürlich auch. Bisschen stilvoller und eleganter. Bam. So lobe ich mir das. Ada, die räumt auf. Die kann halt kämpfen. Diese zarte Seele. Er duckt sich. Alter, was ist das hier? Der tanzende Bauer. Onkel Yusuf. Nicht heute, Onkel Yusuf. Nicht heute. Okay. Tja, jetzt wird's wieder anstrengend. Denn wir fangen mit sehr wenig Munition an. Sehr, sehr wenig Munition. Und natürlich auch deutlich weniger Leben wieder. Erstmal hier eine kleine Umstellung. Denn ich bin natürlich Besseres gewohnt. Ey, Kumpel. Was, den kann man nicht treten? Ich dachte, wenn die dich nicht bemerken, kann man sie noch treten. Aber der Typ trägt eine Brille. Hochintelligenter Bauer. Sucht Frau. Aber leider ist hier die falsche Frau, mein Freund. Grünes. Ja, warum nicht? Gelbes. Na also. Und Bertha. Die alte Milchkuh ist auch wieder mit dabei. Hier noch ein rotes mitnehmen. Gott sei Dank kann man hier noch ein kleines bisschen looten. Im Hintergrund hören wir Leon, wie er sich durch die Massen schießt. Hey, Hündchen.
Leider musst du sterben. Ach, komm schon. Henrietta. Mach es für uns. Für die Gemeinde. Das Huhn ist total am Durchdrehen. Leider hat mein Messer extrem wenig Reichweite. Okay, Henrietta. Jedes Mal denke ich, hier wäre Loot. Du kommst hier nicht mehr raus. Henrietta, akzeptiere dein Schicksal. Das Huhn weiß aber auch immer genau, wie es stehen muss. Ich will doch nur dein süßes Fleisch. So, jetzt. Endlich. Für dich verschwende ich doch keine Kugel. Ada, die Hühnerschlachterin, hat kein Ei gegeben. What? Ich dachte, ein Ei wäre drin. Zumindest eins. So, das hier nehme ich auch noch mit. Ist das eigentlich wirklich der gleiche Loot, den man bekommt, wenn man mit Leon hier unterwegs ist? Bam! Warte. Auf die Knie. Auf die Knie. So, spart Munition. Gibt's doch nicht. What? Irgendeine Alte schreit hier noch rum. Macht mich sehr nervös. Auch diese verdammten Dschungeltrommeln im Hintergrund. Ey, Oma. Bist du hier drin? Oh, snap. Salvador? Okay, hier ist nichts. Prüfen. Nix drin. Ich muss unbedingt mal in die Kiste schauen. Was haben wir denn schon alles? Wow. Wow. Alles klar. Eins genommen. Ich habe hier noch ein Erste-Hilfe-Spray. Ich habe auch hier so eine kleine Pump. Die sparen wir uns natürlich. Klar, wir werden auch wieder Munitionsmangel haben. Deluxe. Man kennt es ja nicht anders. Oh, what? Don't touch me. Don't touch me. Oh nein, das Hühnchen. Jetzt beginnt es. Die Verschwörung der Hühner. Nicht schlecht, Kumpel. Verdammt. Guter Wurf. Oma schleudert auch noch einen hinterher. Ich glaube, da hinten liegt sogar noch was rum. Alles klar, ich brauche hier sowas. Okay, okay, die war nicht schlecht. Sag mir nicht, Salvador treibt hier sein Unwesen. Alter, die Oma da hinten, ne? Nein, ich kann nicht treten. Und werd getroffen. Nicht gut. Nicht gut. Die schenken dir hier nix. Okay. Okay. Wow. Wow. Können wir damit aufhören? Alter. Was hat die denn für einen Wurfarm? Ey, das war so knapp. Wow. What is going on? Ich glaube, ich muss gleich die Shotgun rausholen. Ein Spinell gibt's ja auch noch. Okay, okay. Do you wanna play? Let's play. Alter, sie holt da so ein Kombo-Messer raus. Kleines, billiges. Hier nochmal die Pistole. Nice. Diese belesenen Bauern mit ihren Brillen. Ich
davor nicht einen mit einer Brille gesehen. Auf einmal machen die hier auf Bildung. Plötzlich was gelernt. Ja, machen wir mit der Pistole. Zack. Ich brauche die Muni hier vorne. Fall endlich tot um. Oh, ein grünes. Edel. Noch ein grünes. Uiuiui. Ada, die hat ja richtig Stress an den Hacken. Ein fiesen Stretch. Aber ein sehr, sehr fiesen Stretch. Für den Schlüsselhuhn. Für den Schlüssel. Ich dachte immer, Hühner geben Eier. Garantiert. Aber anscheinend keine Eier. Ey, noch mehr? Wir müssen unbedingt die Essensglocke läuten. So, Spinell. Freunde, wo ist denn der Schlüssel? Oh, Mr. Krapper! Alter, ich brauche mal ganz kurz hier ein bisschen Personal Space. Das ist im Allgemeinen sehr unangenehm, was hier veranstaltet wird. So. Och, Oma macht weiter. Ah, Dreck. Oma Bessie. So, dann können wir hier noch ein bisschen... Können wir nicht, weil hier kommt schon wieder jemand um die Ecke. Ey, plötzlich haben die wirklich alle eine Brille auf, ne? Ah! Leck mich doch. So, weiter geht's. Oh Gott! Holy moly. Komm schon. Mit deiner robusten, alten, schmierigen Jacke. Ist jetzt mal gut. Chef, ist jetzt mal gut. Nee, hier gibt's nichts Besonderes. Ich nehme dem armen Leon hier alles weg. Wenn der dann dran ist, gibt's nichts mehr für ihn. Der geht komplett leer aus. Oh, hier noch ein bisschen Taschengeld mitnehmen. Alright. Da oben ist der Schlüssel. Das war so nie geplant, aber na gut. Aus irgendeinem Grund lieben es die Charaktere, aus dem Nichts herauszuspringen. Ah, wackelige Hand. Adios. Adios. Da bückt er sich. So, wir müssen gleich mal hier hoch. Flup. Insignienschlüssel. So. Hier werden schon wieder Sachen geschleudert. Ada, geh da mal da hoch. Oh Mann, oh no. Ich höre sie. Kommen sie auch hoch? Echt jetzt? Keiner kommt hoch? Weil ich traue mich jetzt nicht da runter zu springen. Alles klar, ich habe wohl keine andere Wahl. Ich habe wohl keine andere Wahl. Heilige. So. Rein das Ding. Und tschüss. Welcome! Welcome! Ah, Kumpel. Your selection of good things on sale, stranger. Ich bin noch nicht so weit. Meine blauen Lampen sind noch nicht fertig. Aber der Kunde ist König. Verkaufe mir Schätze und kaufe Waffen. What are you buying? So, da wären wir. Es geht wieder los. Und zwar komplett von vorne. Sturmgewehr. Oh ja, Mann. Oh ja. Auf jeden. What are you selling? Was können wir denn verkaufen?
Die hier. Haben wir zwei Stück. Thank you. What are you buying? Schatzkarte. Ja, wäre wahrscheinlich ganz klug. Anytime. So, mein Freund. Ich bediene mich da mal ein wenig. Und speichern können wir natürlich auch. Jetzt speichern wir hier so drüber. So, 01. Ada. Ada. Die gute alte Ada. Warte mal, ist hier oben was drin? Hier funkelt nichts. Kann ich eigentlich nochmal raus? Das weiß ich gar nicht. Ah, hier ist noch eine Kiste. Eine Schlange. Natürlich erwischt mich die Schlange auch noch. That's my life. Endlich mal ein Ei. Ich war wirklich der Überzeugung, Hühner geben Eier. Nee, man kann nicht nochmal raus. Ja gut, ist aber nicht so schlimm, Freunde. Wieder was gelernt. Hühner geben doch keine Eier. Oh nein. Wo kommen die? Von unten oder von oben? Also man merkt schon, hier hat man wirklich nie Ruhe. Permanent Stress. Oh, es gibt schon Temp-Muni. Wow, wow, wow. Oh, das gibt es nicht. Ah. Bleib liegen, Kollege. Du und deine Frau, beide tot. Ermordet in der Grube. Es wird schmutzig. Es wird schmutzig. Komm, 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 komm. Komm schon. Ah, sie burnt mich da von hinten und er schlägt da von vorne. Ich komme nicht weg. Das ist so eine miese Nummer. Das ist so eine miese Nummer. Ich schmatze ein köstliches Kraut. Ich glaube, das ist das Klügste, was wir jetzt machen können. Nehmen wir hier die Shotgun. Semmeln mal rein. Sonst irgendwas Spannendes. Ich habe ziemlich gut Shotgun-Muni. Oh, die Oma mit der Fackel. Alten Weiber mit den Lunden in der Hand. Das sind die schlimmsten. Boah, ich habe hier voll auf die Titten gestarrt. Aber so von Frau zu Frau ist das in Ordnung, glaube ich. Das Auge von Großmutter. Großmutters Mund war so groß und riesig und warm und wabbelig. Dann habe ich meinen Finger reingesteckt. Igitt, so eine Geschichte will man nicht hören. So eine Geschichte will man echt nicht hören. Wo kamen die denn her? Ich meine, die Tür war ja zu. Einfach so aus dem Gletscher gestürmt. Na dann. Wir kennen's nicht. Die spanischen Gruben. Ah, na Babuschka. Ich kann dir unters Röckchen schauen, Großmutter. So. Hier ein bisschen Geld mitnehmen. Vogelnester, richtig. Und Vögel. Don't forget the birds. Der wahre Feind. Oh. Du Hund. Du elender Hund. Auf die Knie mit dir. Okay, Großmutter. Die versaut mir hier die Tour. Shit, ich dachte, ich treffe noch den Vogel. Das wäre nice gewesen. Aber leider nein. Ich habe echt nicht viel Pistolenmunition.
Bam! Oh, come on. Nein, nein, nein. Nein. Verdammt. Okay, ich muss näher an den Vogel ran. Der könnte noch einen Schatz haben. Und? Ja, also. Vögel misshandeln ist immer eine gute Idee anscheinend. Resident Evil absolut nicht pädagogisch wertvoll. Was lernen wir daraus? Spatzen erschießen. Und was hast du heute gemacht, kleiner Timmy? Ich habe Vögel misshandelt. Mhm, alles klar. Yes, hier nochmal ein schönes, goldenes. Diese Bongo-Trommel, die verfolgt uns wahrscheinlich das ganze Spiel. Tja, wenn man zu blöd zum Laufen ist, sollte man lieber stehen bleiben. Ada mit ihrem Brieföffner. 2000 mal draufschlitzen. So, hier noch ein bisschen Smuck. Ein wenig Smuck. Die Diskussion mit den Fackeln hatten wir schon, ne? Geben Fackeln Loot? Aber anscheinend sind die hier nicht mal angezündet. So, beide getroffen. Der ist erledigt. Irgendwie machen die bei Ada ein bisschen weiter den Mund auf, ne? Da wird irgendwie der Mund immer so aufgerissen. Und sie sagen auch, ah! Keine Ahnung. Ist anscheinend nur mir aufgefallen. Aber die Bauern hier in dem Spiel sind noch mundfreudiger. Das Ding rührt sich nicht. Sie ist scheinbar von der anderen Seite verschlossen. Wie immer eben. Wie immer eben. Ey, das Familienrätsel. Okay, das läuft immer noch, oder was? Oh Gott. Und wieder weiß ich nicht, wie es geht. Okay, warte. Ich glaube, hier kommen wir aber nochmal hin, oder? Also mit Leon kamen wir definitiv nochmal hin. Also ich weiß schon, wie es geht. Irgendwann habe ich es auch raus. Ich müsste eigentlich identisch sein. Kann man hier rein? Nein, denn wir brauchen das. Ach stimmt, bei ihr brauchst du hier wieder was für die Kerbe. In dem Spiel gibt es definitiv zu viele Kerben. Für meinen Geschmack. Hey, Granny. Ich habe halt die Hoffnung, dass wir... Na, warte. Großmutter! Fresse! Oioioioioi! Der springt da rüber! Der Hund! Jetzt hör mal auf! Tschüss! Oh, Schlangen. So viele Schlangen. So viele Eier. Oh, no, no, no. Echt jetzt? Echt jetzt? Alles klar, ich habe wohl keine andere Wahl. Here we go. Schwester Grendula, die mal wieder Action machen muss. Kann ich nicht einfach runterfallen? Guck mal, die Oma macht's vor. Das ging böse ins Knie. So. Ich glaube, die macht mich hier wieder One Hit. Ah, na, 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 nein.
Obwohl, wenn die runterfällt, ist, glaube ich, gar nicht so gut. Weil wir dann ihren Loot verlieren. Und die gibt, glaube ich, ganz gut Geld. Endlich. Geh doch mal auf die Knie. Ja, die geht nämlich 3000. Das ist schon nett. Das kann man tun. Ein grünes Katzenauge. Das Ding rührt sich nicht. Irgendetwas hält die Tür von der anderen Seite fest verschlossen. Yada yada, sage ich dazu nur. Dass Menschen oder vielmehr Infizierte mit Kettensägen immer liegen bleiben und sich nicht verblubbern. Ich meine, warum? Die Kettensäge, die Verbindung zur Kettensäge, zur Maschine hält sie am Leben in dieser Welt. Ihr Dasein, ihr Leib. Eine andere Erklärung habe ich dafür nicht. Hast die Finger an der Kettensäge, kannst dich nicht auflösen. Also. Aha. 3, 4, blub. Einmal die 3. Nochmal die 3. Nochmal die 3. 4. 4. 4 und 3. Alles klar. Okay. Wer kennt's nicht? Oma mit dem Fleischermesser. Bam. Ah, nicht gut. Nicht gut. Komm, der muss jetzt erledigt sein, oder? Mit ihren High-Definition-Boobs. Die eigentlich niemand sehen will. Schäm dich, Oma. Schäm dich. Mit deinem Alter. Okay. Die Gitterstäbe haben sich hinter mir geschlossen, als ich das Ding herausgenommen habe. That's true. Jetzt kann ich hier ein Katzenauge einsetzen und jetzt ergibt das auch alles Sinn. Warum am Ende Leon hier keinen Schlüssel rausholen muss, sondern er bekommt eben ein Katzenauge. Die Lösung ist, by the way, dieselbe. Ey, es ist Wochenende, ja? Okay. 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 Ich weiß nicht, was ich tun kann. Sammelt euch. So viel zum Thema. Ich habe ganz gut Shotty-Muni. Die geht hier ganz schön weg, ne? Ey, Großvater. Alter, wie sie nach hinten fliegt. Bisschen übertrieben. Kleines bisschen übertrieben. War hier nicht irgendwo noch ein Vogelnest? Ich glaube, hier vorne müsste eins sein. Oder hier? Echt jetzt? Hier war keins? Könnte schwören, hier war eins. Ich habe die Vögel alle getötet. Ja, also... Ah, hier ist noch eins. Yes, baby. Das schmeckt. So, schieb mal rein hier. Das runde Familienwappen. Ah, come on. Ja, es gibt viel zu viele von euch. Viel zu viele. Alright, so wird das nix. Warum wurde Großmutter hier nicht getroffen? Oh no. Oh no. Gott, die alte Schmuttelbirne. Ich sag ja, hier wird deutlich öfters der Mund geöffnet.
wenn man Ada spielt. Tja, die Kommode hier kannst du leider nicht plündern. Sehr schade. Dann kannst du hier noch hin. Kannst du hier eine Blendy mitnehmen. Dann können wir hier noch ran. Ah, come on. Too close. Okay, hol mal die Pistole raus und schmatz hier mal ein Ei. Seit wann habt ihr alle Brillen? Irgendwie erschieße ich hier nur noch Intellektuelle. Total merkwürdig. Die Belesenen. Okay, der ist erledigt. Ich erschieße hier nur noch die belesenen Infizierten. Okay, an das Rätsel kann ich mich auch noch erinnern. Warte mal, blau. Mit was habe ich denn damals gut angefangen? Oben muss eine Lücke sein für Rot und für Grün. Ich glaube, das ist es. So, dann Rot. Ah, warte. Könnte das hier sein? Grün. Das hier. Und? Ja. Oh, snap. Oh, la campana. Es hora de rezar. Tenemos que irnos. Endlich essen. Endlich essen. Ey, Leon musste diesmal echt lange schwitzen, wenn man bedenkt, ne, wie lange ich dafür gebraucht habe. Lord Sadler. Der Spruch ist neu. Where's everyone going? Bingo? Resident Evil. Ende. So, 94%, nicht schlecht. Here's what I know so far. Osmond Sadler's cult is known as Los Illuminados. They've resurrected some sort of parasitic organism they call Las Plagas. That's all my organization knows for sure. Though Sadler's occult activities seem worthy of investigation. The Salazar family, Castellans for generations, possessed the ability to control Las Plagas. The organization's hypothesis is that a unique frequency of sonic wave, sensed only by the parasites, is used to control them. The same principle used in dog whistles. This was inferred through the analysis of a tissue sample we retrieved. The tissue contained an organ presumably used for sensing sound waves. I've seen cult members carrying ceremonial rods, and I wonder if they emit these sounds. Of course, this is purely theoretical. The organization needs samples of the parasite to confirm or disprove these theories. That is the main objective of my mission, and the only way to prove my loyalty to the organization. The opening moves in this chess game have been played. There's no turning back now. Und wir speichern hier. So, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Wie immer, danke fürs Zusehen.
bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss!